Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Vlog, zu einem neuen BBL-Vlog mal wieder. Ich glaube, es waren es zwei Pro-B-Vlogs. Jetzt mal wieder ein BBL-Vlog. Richtig, richtig geiles Game. Ulm gegen Würzburg, Platz 4 gegen 7, glaube ich. Arena ist ausverkauft. Ich bin mir sicher, Gästeblock wird auch entweder ausverkauft sein oder ziemlich, ziemlich voll. Also Stimmung wird brutal sein und das Match an sich auch, boah. Richtig, richtig geil. Ich habe lange nicht mehr so Bock gehabt auf ein Game. Ich mache mir jetzt auf den Weg nach Ulm. Und dann sehen wir uns wieder in Ulm. Eigentlich habe ich gedacht, vielleicht kann man auch noch was aus der Stadt mal was machen. Wetter, nicht so geil. Keine Zeit gehabt. Also machen wir das wann anders mal nach Ulm in die Stadt gehen. Und ja, jetzt gehen wir auf zum Game. Rains don't stand my back, Perks don't stand my back, yo. Everybody stand my back, Big money, big car. We ride chains, we start. Ich hab's vorhin schon mal kurz angeteasert. Ich muss aber noch mal was dazu sagen kurz. Also ich hab wirklich richtig Bock. Vor allem auf die Stimmung, weil Würzburg-Fans jetzt dieses Jahr, wo es so crazy gut läuft, die sind richtig am Start. Also die sind wirklich voll am Start, die Fans. Nada bei Sunny Basket im Video gesehen, dass das wohl auch eine sehr, sehr stimmungsvolle Arena in Würzburg ist. Von daher, ich bin übel gespannt auf die Würzburg-Fans heute. Und ich bin mir wirklich relativ sicher, dass der Gästeblock ausverkauft sein wird. Aber das werden wir gleich sehen. Man sieht schon, die ein oder anderen Würzburger kommen schon und so breit wie die Verteiler werden dann noch einige mehr kommen. Wir haben noch 36 Minuten bis Tip-Off. Letzte Woche schon auswärts mitgespielt. Da muss man sagen, nicht so gut gespielt. Mal gucken, ob es halt besser wird. Bei Würzburg, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich glaube, Selge Nekas oder so. Der hat einen riesen Hype, glaube ich, in der Stadt ausgelöst für den Fokuhia. Da hat es mal extra so eine Aktion gegeben, gratis Fokuhias in der Würzburg Arena. Herr Günther ist auch am Start da unten. Ah, man sieht ihn jetzt nicht. Aber Herr Günther auch da, sehr, sehr geil. Liebe Würzburg-Basket-Fans, das ist euer Team. Hier ist mit der neuen Autos Liebste in der 6. Willkommen zurück im Altsofa-Bereich. Max Gutlein, die Finde ich gar nicht schön! Wir sind Juden!
immer, wir sind die Spatzen! Gar nicht mehr checkt, was eigentlich pfeife und was eigentlich nicht. Komplett geisteskrank. Nehmen! Karim! Yes! Ausrufezeichen! Singen!
raus aus der Arena. Ich muss mal kurz, bevor ein Fazit kommt, Gruß und Kuss raushauen. Ein Kumpel von mir war Wischer beim Spiel. Vita-Welt bekommen und eventuell hier noch was anderes. Hyskia, wenn du das siehst, bester Mann, danke dir, Kuss. Ey, kurzes Fazit nur zum Game. So ein geiles Game. So ein wichtiger Sieg vor allem. Oh. Ist ein Banger. Already rich. Heat. Ist ein Banger. Nee, aber JJ, komplett geiles Ring. Ich hab's gerade schon bei Insta postet, könnt übrigens auch mal gerne vorbeigucken. Welcher NBA-Spieler hat sich unter JJ versteckt? Wer steckt da drunter? Klay Thompson? Junge, das war komplett gestört, aber übel geil. Ich glaube 27 Punkte am Ende. Brutales Spiel. Man hat gemerkt, im letzten Spiel, er muss erstmal noch reinfinden. Aber jetzt ist er da und ich glaube, der muss noch übel Bock machen. Ich habe auch vorhin vor dem Game noch Tickets gekauft für Ludwigsburg beim Stand von Fanatec Ulm. Heißt, nächste Woche Sonntag ist das Spiel. Vlog vom Spiel Ludwigsburg gegen Ulm in Ludwigsburg. Könnt ihr euch drauf freuen und ich hoffe, euch das Video hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis nächste Woche. Ciao.